Wusstest du, dass emotionale Traumata physische Entgiftungsprozesse in deinem Körper blockieren können? In unserem heutigen Interviewausschnitt erklärt der Arzt Dr. Harald Bansaff die Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche, wie Traumata die Fähigkeit unseres Körpers zur Entgiftung beeinträchtigen können. Dr. Bansaff wird die Mechanismen erörtern, die hinter dieser Verbindung stehen und aufzeigen, wie emotionale Heilung dazu beitragen kann, diese Blockaden zu lösen. Mach dich bereit, die tiefgreifenden Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist zu erkunden. Und vergiss nicht, unseren Kanal hier zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und da ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass es ja wirklich kein Ausnahmefall ist, sondern dass es ja auch viele betrifft, dass ihr, also höchstwahrscheinlich, dass ihr Hippocampus auch dadurch negativ beeinflusst wird. Genau. Also das ist sicher die Mehrzahl der Menschen, die, wir hatten es gerade gesagt, die entweder psychisch traumatisiert sind, nicht mal entweder oder, sondern sowohl als auch und auch eine Belastung, insbesondere bei den Schwermetallen. Da wissen wir es halt in der Zwischenzeit auch sehr gut, weil wir das so gut untersuchen können, im Gegensatz zu vielen anderen Stoffen, die wir nicht so gut messen können, dass da eben dass da viele betroffen sind, ja. Mhm. Und hier nochmal ganz wichtig auch, weil viele sagen ja auch, na ja, das mag alles recht und gut sein, wie du es auch gesagt hast, aber ich bin definitiv nicht betroffen von einem Trauma. Mhm. Und man muss dazu sagen oder wissen, dass Psychotraumata vererbt werden können. Also wir finden im Blut von Nachkommen von Holocaust-Opfern, im Dritten Reich finden wir bei den Nachkommen erhöhte Stressmarker. Also die Menschen haben diese schrecklichen Ereignisse gar nicht selbst erlebt, sondern sie haben sie übertragen bekommen, vor allem über epigenetische Zusammenhänge und Hintergründe, und leiden als Nachkommen unter dem Psychotrauma ihrer Vorfahren. Und zwar nicht nur auf psychischer, vielleicht gar nicht auf psychischer Ebene, sondern auf stofflicher, auf biochemischer Ebene. Mhm. Weil die Telomere verkürzt sind, obwohl die Menschen nie dieses Trauma selber erlebt haben. Und hier noch nur noch mal ganz kurz, nach so einem oder bei so einem Trauma kommt es eben neben anderen Dingen zu dieser anhaltenden Übererregung im Nervensystem. Und das hat eben langfristige, nachhaltige, kann man sagen, Auswirkungen auf die gesamte körperliche Verfassung. Und für den Organismus ist es relativ gleichgültig, ob es sich jetzt hier um eine Schadstoffbelastung handelt oder ob es sich hier um eine Dauerbestrahlung mit hochfrequenter elektromagnetischen Feldern, sprich Mobilfunk, handelt oder um einen enormen nachhaltigen Mikronährstoffmangel oder um einen psychischen Dauerstress oder um Traumata. Letztendlich kommt es, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, wenn die zu häufig sind, wenn die zu gravierend sind, zu einem sogenannten biochemischen Teufelskreis. Es entsteht, was wir heute gut messen können, ein Zellstress, ein sogenannter oxidativer oder nitrosativer Zellstress, der wiederum ist unter anderem ausschlaggebend für diese epigenetische Veränderung, über die wir vorher kurz gesprochen haben, wo Gene ab- oder angeschaltet werden durch unterschiedliche Methylierungsmuster. Das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber der grobe Zusammenhang ist wichtig, und dadurch kommt es unter anderem zu einer chronischen Entzündung im Organismus und dann im weiteren Verlauf zu einer Störung der Mitochondrien, also dieser Zellkraftwerke, die für die Energiegewinnung im Körper maßgeblich sind. Und irgendwann haben wir dann eben die chronische Erkrankung. Wir nennen es in der Umweltmedizin ja auch oft in der Zwischenzeit Multisystemerkrankung, weil nicht nur ein Organ betroffen ist, sondern eine ganze Reihe und halt das schwächste Glied am ehesten dann Symptome macht. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, um auch zu erkennen, dass die Dinge unterschiedlicher Natur sein können und manchmal zusammenwirken, und am Ende kommt, sage ich mal, ein und dasselbe raus. Hm.
Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Und deshalb raten wir im Sinne der integrativen Medizin, ja, versorg dich gut mit Mikronährstoffen und Makronährstoffen. Versuch dein Stresslevel zu senken. Versuch dich von einer Exposition von dauerhafter Bestrahlung fernzuhalten. Aber leite Gift und Schadstoffe aus und löse dann auch noch mögliche Traumata. Und das sind Dinge, die man natürlich nicht alle gleichzeitig machen muss und die einen auch überfordern können, sondern man muss stufenweise vorgehen, man muss gucken, was ist denn am dringlichsten. Aber wir sehen, dass Schadstoffe überhaupt den Körper verlassen können, es besser ist, wenn wir die Strahlung minimieren. Menschen in einem strahlungsarmen Umfeld können besser entgiften. Und sie können besser entgiften, da ist auch noch ein Schreibfehler drin, wenn sie ein optimiertes Vitalstoff, einen optimierten Vitalstoffstatus im Körper haben. Und dann komme ich noch und sage, na ja, und dann, wenn sie dann auch noch an ihren psychischen Blockaden gearbeitet haben, dann funktioniert es hier noch besser. Du hast gerade gesagt, man kann natürlich nicht alles auf einmal machen. Ja. Gibt es so eine Vorgehensweise, sage ich mal Reihenfolge, was sich relativ häufig bewährt hat bei dir in der Praxis, oder ist es sehr individuell? Ja, ist es natürlich immer individuell, aber es gibt schon ein, ich will jetzt nicht sagen standardisiertes, aber häufig praktiziertes Vorgehen, in dem wir immer es richtig machen, wenn wir zuerst die Mikronährstoffmängel beseitigen, also die Ernährung optimieren, den Darm optimieren oder sanieren, möchte ich mal sagen. Da geht es ja dann auch um Schadstoffe im Darm, es geht aber auch um Parasiten, es geht um Pilze, es geht um Dysbiosen. Das als erstes, dann raten wir den Menschen immer zu einer Minimierung ihrer Strahlenexposition. Das kann parallel geschehen und tut eigentlich jedem gut, sage ich mal. Und das Thema psychischer Dauerstress, das machen wir so, dass wir eben den Menschen allgemeine, leicht praktizierbare Achtsamkeitsübungen zur Verfügung zu stellen. Ich komme nachher noch drauf, wir haben ein sogenanntes A4-Konzept dafür entwickelt, also um diesen Dauerstress und dieses Niveau des Stressgeschehens zu minimieren. Und dann, wenn dann noch der Kiefer saniert ist, also wir gucken natürlich ganz streng auch auf den Kiefer, auf den Zahnstatus, auf Entzündungen versteckter Art, und dann im nächsten Schritt erst kommt die Schadstoffausleitung und die Entgiftung, und manchmal, wenn es notwendig ist, eben parallel die Behandlung der Traumata. Aber das ist nicht in jedem Fall, und natürlich gibt es Menschen, die auch nur Traumata haben, die zu uns kommen und eben keine Schadstoffbelastung, wobei das eher die Ausnahme ist, hatte ich vorher auch schon gesagt. Oder es gibt eben auch Menschen, die nur eine Schadstoffbelastung haben oder auch elektrosensibel sind, ohne dass sie jetzt Traumata haben. Also man darf nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, bei der Strahlungsreduktion, wie sind da deine Erfahrungen? Hilft es bei vielen schon, wenn sie zum Beispiel kein Mobilfunk, also kein Handy mehr nutzen, beziehungsweise das in den meiste Zeit des Tages im Offline-Modus oder aus haben, und wenn sie kein WLAN mehr nutzen, sondern alles kabelgebunden? Oder reicht es erfahrungsgemäß nicht und man muss teilweise härtere Geschütze auffahren, wie zum Beispiel den Schlafplatz komplett abschirmen, Baldachin, eventuell sogar umziehen? Was sind so deine Erfahrungen? Also
Das ist wirklich individuell enorm unterschiedlich. Und wir reden ja von der sogenannten Suszeptibilität eines Menschen. In der Umweltmedizin ist das ein Begriff für die individuelle Empfindsamkeit. Und die ist von vielen Faktoren abhängig. Und manche Menschen brauchen tatsächlich einen abgeschirmten Schlafplatz. Und bei anderen reicht es wirklich, wenn das WLAN überwiegend deaktiviert ist. Das kann man ganz schlecht vorwegnehmen und sagen, beim einen reicht das und beim anderen das. Es gibt ja auch Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, wenn die Entgiftungsgenetik verändert ist und eine bestimmte Konstellation vorherrscht, Menschen, die also aufgrund ihrer, ihrer genetischen Konstellation nicht gut entgiften können, dass die, wenn die Glutathion-S-Transferasen verändert sind, da reden wir ja von einem Polymorphismus, also das sind Veränderungen, wo diese funktionellen Gruppen eben nicht mehr ihre Arbeit tun können. Und wenn eine bestimmte Konstellation vorliegt, dann haben Menschen nach Studienlage ein zum Beispiel 10-fach erhöhtes Risiko, an Elektrohypersensibilität zu erkranken. Und das ist der Hintergrund, warum das nicht pauschaliert werden kann. Vielen Dank, dass du dir unseren heutigen Interviewausschnitt mit Dr. Harald Banzhaff zum Thema Entgiftungsblockaden durch Traumata angesehen hast. Wir hoffen, dass du jetzt ein besseres Verständnis dafür hast, wie tiefgehend psychische Erlebnisse unsere körperliche Gesundheit beeinflussen können und welche Schritte du unternehmen kannst, um diese Barrieren zu überwinden. Wenn du mehr über die Verbindung zwischen psychischer und physischer Gesundheit, Methoden zur Überwindung von Traumata und Entgiftungsprozesse erfahren möchtest, dann schau dir gerne weitere Videos auf unserem Kanal an. Abonniere uns auch, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Teile gerne auch deine Gedanken und Fragen in den Kommentaren und tausche dich mit unserer Community aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.